Hi, heute Geschichten aus der Gruft. Nein, heute Geschichten aus meinem schmutzigen Leben als Webcam-Girl. Also, hört ihr meine Katze? Die hat so lange Krallen, die tippelt hier gerade rum. Tipp, tipp, tipp. Wo war ich stehen geblieben? Mein Leben als Webcam-Girl. Ich mache das mal so, weil ich sehe mich jetzt eigentlich nicht so als Webcam-Girl, aber ab und zu kommt es ja doch mal vor, dass ich mich vor die Webcam verirre. Allerdings nur auf meiner Webseite, auf keinem anderen Portal. Zumindest ist es momentan so und es wird, glaube ich, auch eine Weile auch so bleiben. Ja, was für lustige Geschichten mir da passieren. Also, wenn ihr euch das so vorstellt, also gut, einige werden das natürlich auch kennen, ne? Aber wenn man das jetzt nicht kennt und sich das vorstellt, dann denkt man, da kommt halt ein User in den Chat, der bezahlt halt einen gewissen Betrag pro Minute und kann dich dafür dann sehen und mit dir reden und mit dir schreiben. So ist es ja auch meistens, ne? Aber es gibt da auch bestimmte User, die zahlen zum Beispiel das Geld, die wollen jetzt von dir nicht unbedingt viel sehen. Also sie wollen schon was sehen, aber jetzt nichts Besonderes. Aber die wollen mir dafür was zeigen, was sie machen. Also kann ja jeder seine Cam anschalten, ist ja alles kein Problem. Die meisten zeigen nicht ihr Gesicht. Die meisten zeigen nur, ihr wisst schon, hier unten so. Achso, das sieht man gar nicht mehr. Also ihr wisst schon, was die zeigen. Manche sind auch ganz nett und die wollen nur quatschen, die zeigen auch ihr Gesicht. Und dann gibt es Leute, die zeigen mir, was sie selber Tolles können. Und zwar gibt es einige Männer, also wenige, aber jetzt doch nicht so wenige, dass es äußerst selten vorkommt, die sich selbst in den Mund spritzen können, wollen und mir das auch unbedingt zeigen wollen. Also ich fand das am Anfang äußerst merkwürdig. Warum macht man das und warum muss man das jemandem Fremden zeigen? Aber ich weiß nicht, warum man jemandem das zeigen möchte. Also das habe ich jetzt nicht hinterfragt. Meistens kriegt man auch keine richtige Antwort auf solche Fragen, ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, nur mal als Beispiel, jemanden frage, was willst du denn mit meinen gebrauchten Socken? Ja, ich sammle die. Weißt du, dann kriegst du ja auch nicht die Antwort, ah, ich will dran schnuppern und reinwichsen oder so. Warum die das machen, äußern die sich jetzt nicht wirklich zu. Wie ich das finde, also ich finde es krass, dass man das kann. Also wenn ich mir überlege, also ich erkläre euch gleich, wie diejenigen das machen. Aber es sind halt wenige, aber es sind jetzt nicht so wenige, dass es äußerst selten vorkommt. Deswegen, verrückt. Der eine, der sich halt in den Mund spritzen kann, will, möchte und es auch tut, der macht dabei eine Kerze. Kann ich euch jetzt nicht vormachen, weil ich äußerst ungelenkig bin. Ne? Also Kerze, so Arsch hoch und dann. Also die denken halt oder wollen halt von mir hören oder sehen, dass ich das geil finde. Ich finde das jetzt nicht. Ich persönlich finde das jetzt nicht mega erregend für mich, wenn sich ein Mann selber in den Mund spritzt. Muss ich sagen, ich weiß nicht, ich finde das jetzt nicht besonders erregend. Weiß nicht, sollte mich das anmachen? Findet ihr das erregend? Also Mädels, findet ihr das erregend? Weil die Kerle, die Antworten von den Kerlen, die es selber machen, würden sie jetzt eh nicht drunter schreiben. Die Antworten von den Kerlen kann ich mir vorstellen. Also Mädels, erregt euch das? Also mich halt nicht so. Ja, und dann gibt es noch eine krassere Version. Es gibt, aber das ist wirklich wenig, weil ich glaube, das liegt einfach an der Größe und der Gelenkigkeit der Männer, die sich auch selber einlutschen können. Also, wenn ich mir das so überlege, wenn man es könnte, würde man es doch selber machen, oder? Also, jetzt mal ehrlich, wenn ich mich selber lecken könnte, würde ich es wahrscheinlich auch machen, so wie jeder andere sich selber auch oral befriedigen würde, oder? Wäre ja schon cool, aber für eine Frau ist das, glaube ich, wesentlich schwieriger als für einen Mann. Das habe ich aber allerdings erst zweimal gesehen in meiner Karriere als Webcam-Girl. Aber das geht auch. Meistens auch. Würdest du bitte nicht meine Möbel zerkratzen? Katzen. Wo war ich denn stehen geblieben? Achso, ja, die machen das auch in der Kerze dann. Ich stelle mir das. Okay, mag ja sein, dass das cool ist, wenn man das selber kann, aber. Um da diesen Genuss zu haben und zu entspannen und so, ist es doch viel zu anstrengend, oder? Also ich bin total ungelenkig, ich kann das nicht nachvollziehen. Also ob das jetzt total anstrengend ist für jemanden, der mega gelenkig ist, wahrscheinlich nicht. Aber wenn ich mir jetzt überlege, ich müsste mich total verkrumpeln und verkrampfen und verdrehen, um dann ein bisschen Spaß zu haben, ach nee, das wäre mir zu anstrengend. Außer bin ich eine Frau, ich habe es ja einfacher.
Ja, also das sind so meine Geschichten aus meiner Karriere als Webcam-Girl, wie gesagt. Nur ein kleiner Ausschnitt. Ich bin ja jetzt mal öfter vor der Webcam, als ich es früher gemacht habe. Das liegt einfach daran, weil ich ja jetzt meine eigene Webseite habe und natürlich einfach eine bessere Bindung zu meinen Usern habe und auch haben möchte. Und deswegen bin ich jetzt ein bisschen fleißiger in der Webcam, damit auch meine User ein bisschen mehr von mir haben und ich auch besser mit meinen Usern kommunizieren kann, genau. Also es werden jetzt öfter ein paar lustige Webcam-Geschichten kommen. Und ja, was mir bei meinen Drehs passiert, das werde ich euch natürlich auch weiterhin erzählen. Ja, ich möchte auf jeden Fall unbedingt wissen, kennt ihr jemanden, der das kann? Wenn ja, soll der sich mir schreiben, warum macht er das? Oder nicht warum macht er das, sondern warum möchte er das anderen zeigen? Aber vielleicht würde derjenige, ach, na, ihr wisst schon. Ich würde gerne mal wissen, ob ihr so jemanden kennt, der das kann und vielleicht wisst ihr ja auch, warum er das macht. Oder vielleicht einer von euch, der das kann und auch gern zeigt, dass das kann. Warum? Warum möchtest du das allen zeigen? Ansonsten lasst mir einen Daumen da. Wir sehen uns. Also ihr seht mich, ich sehe meistens nur meine Kamera. Ciao.